braccio in fondo ai tuoi. Amore, faremo l'amore. Only takes the soul. Forse non lo so. Cause there's simple soul. It's so beautiful. Schaut ein bisschen aus wie die Arche Noah. Ja, servus die Mal und grüß euch die Buben. Ja, ich bin wieder mal unterwegs. Ich glaube, wir haben so 12 Grad, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 10 haben wir drum. Ich schaue danach, weiß ich jetzt nicht auswendig. Ja, reicht eigentlich. Die Jacken, Softshell ist okay. Ich bin da unten wieder in die Donau unterwegs. Und zwar, da war ich das letzte Mal vor 2 Jahren. Das ist so ein schönes Wegel da durch. Ich weiß auch gar nicht, wo es mich genau hinzieht. Ob ich bis zur Donau runterkomme oder nur bei einem Gewässer, wo anstehe, ist mir eigentlich cinque nudo. Hauptsache. Eine schöne Zeit verbringen. Also, gehen wir mal und lassen uns überraschen, oder? Auf geht's! Ja, da hat sich echt einiges da, da herunten. Aber muss ich gestehen, zum Positiven, es wird alles liegen lassen. Es schaut alles super geil aus. Und ich weiß auch nicht, wie lang der Weg ist, aber wir werden es dann schon wohl in den Dschungel reinschmeißen. Jetzt schau ich mal, dass ich da durchkomme. Das ist ein Wahnsinn, was da für Rieseln liegen, das ist gigantisch. Flachwurzler natürlich und wenn da der Wind wirklich durchbläst, dann fallen die wie die Kartenhäusl anscheinend. Ja, keine Ahnung, wo ich da jetzt bin und anscheinend ist der Weg weg. Ja, ich werde mal da Viere zischen, da schaut es ein bisschen interessant aus. Jetzt schaut euch einmal diese idyllische Platz an. Mit dem Wasser da. Ah, da vorne dürfte auch Brücken sein. Schaut mir fast so aus. Ich werde aber gleich da entlang schauen. Ja, da dürfte die Brücke am Fuß des Umkommen. Alles aufgewühlt. Wildschwein da wahrscheinlich. Schön da. Also wenn da nicht gerade ein Flieger vorbeifliegt, ist da ursuper. Guckt's einmal. Ein Hammer, oder? Und schaut euch das da wieder an. Urschön alles. Ah, ich box gar nicht. Weiter geht's. Ist das geil oder ist das geil? Ich würde sagen, das ist extrem geil. Da werden wir schauen, wie da ganz viele kommen an das Ende. Jetzt gerade aufs Ende angekommen. Wenn man sieht, wenn man es im Wasser sieht, es fängt gerade auf zum Ringen. Ja, aber da herin bin ich ja gerade geschützt. Ja, schauen wir da ein bisschen in die Richtung. Schau, ja,
ist da vorne nicht, wo ausschaut. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, wie es ringt. Ja, da dürfen auch so eine Zulauf sein, dürfen da jetzt ausgerückt sein. Dann schauen wir mal rein. Ja, Freunde, die Gegend alles gut und schön. Aber das Ganze scheint jetzt einmal nach einer Kaffeepause. Puh. Ein Käfchen brauche ich jetzt unbedingt. Auch da muss ich mir ein bisschen einen safe Platz aussuchen. Nicht, dass mir was auf die Birne fällt beim Kaffee trinken. Ich bin im tiefsten Dschungel. Da drin gehen wir zwei spazieren. Auf alle Fälle ganz leise wie der Winnetou in die andere Richtung. Ihr könnt natürlich auch grunzen wie eine Sau und schauen, was die zwei machen. Also besser bin ich lieber nicht. Da gehe ich jetzt durch einen Schneegliegel und Bärlauchteppich. Ich glaube, da hinten, der Baum gehört mir, der schaut gut aus. Schauen wir mal hin. Ja, da schaut es relativ safe aus. Okay, der da hinten könnte da drüber fallen, aber das wird er genau jetzt nicht unbedingt machen. Und wenn nicht, seht ihr das Video nicht mehr wahrscheinlich. Aber da schaut es geil aus. Der hat einen schönen wachen Grund fürs Bubschi. Das gehört mir. Ja, Platzerl ist okay da. Dunkles Wolkerl ist über mich, ganz zart, Diesels, aber ja, ist mir ehrlich gesagt jetzt wurscht. Ich brauche jetzt einmal einen Kaffee. Ja, der steht da schon recht sicher im Moos. Jetzt die Klinge, ja. Ich schon. Jo, schwarz wie die Nacht. Ja, Freunde, in dem Sinn wieder der erste Gruß an meine Krankensesseln. Ein paar haben jetzt schon nachgesagt, was sind Krankensesseln. Das ist so ein österreichischer Ausdruck für Kranke. Zu denen sagt man halt Krankensessel. Ja, ist halt so ein geläufiger Wortschatz bei uns in Österreich. Zumindest in Wern ist das so. Und ja, in dem Sinn. Freunde, gesund werden und der Rest von meiner Belegschaft. Prost! Ja, ist so auch ganz gut, gibt es gar nichts. Die Gegend noch dazu, da hinten wird es wieder ein bisschen heller, also ich hoffe, sollte das eigentlich passen. 13 Uhr haben wir. Und für 13 Uhr ist 85% Regen angesagt. Na, optimal, oder? Könnte das feucht werden. Ja, ist so. Muss man nehmen, wie es kommt. Perfekt, Freunde. Einfach nur perfekt. Ja, vielleicht ist manchen schon aufgefallen, es hat heute nichts zum Essen gegeben. Stimmt. Ich habe mir heute nichts mitgenommen. Wie gesagt, extrem leichtes Gepäck. Da durch den Dschungel, da kannst du nicht weiß gut was hin draufziehen. Aber eine Kleinigkeit habe ich dabei. Und zwar, jetzt mache ich mir noch was Leckeres, nämlich einen Seelenwärmer. Extrem kalorienarm, also genau das Richtige für mich, ist es quasi fast vegan, oder? Ja, dazu braucht man ca. 150 ml kochendes Wasser. Ja, das wird sich in etwa sein. Sehe ich dann eben alles um. Das Ganze werden wir aufkochen und dann kommt der Seelenwärmer rein und dann kommt er da rein, ins Magerl quasi. Ja, gehen wir es an. Ja, wie man sieht, kocht es ja schon. Ein Wahnsinn. Geht ja ratzfatz. Gibt's nichts zum Motzen. So. 150 ml. Schauen wir mal, wie das circa sind. Müssen wir den ein bisschen einrühren. Rühr. Schaut mal. Extrem geil. Ich spüre schon richtig, wie ich annehme beim Essen.
Ja, so ein schönes Platzerl habe ich schon lange nicht gehabt. Fällt mir extrem gut. So, zum Abwaschen wieder mal so ein Zauberkirchen. Die habe ich eigentlich hier immer dabei. Ja, sind ja auch biologisch abbaubar und in dem Sinn sind sie optimal, sage ich einmal. Auswaschen das Ganze. So, natürlich nehmen wir unseren Mist mit. Da dürfen wir jetzt schon so ein schönes Sackerl haben. Ein Sackerl fürs Gackerl quasi. Da haben wir das gleich alles rein. Und passt. Wir haben es natürlich in die Natur, ist eh klar. Ne? Spaß, Jungs, Spaß. Schlagt es mir nicht. Ihr kennt es mir ja. Natürlich fährt das mit heim. Ja, ich bin einer der Letzten, der das liegen lassen wird. So. Passt so. Ja, und jetzt geht schon langsam wieder zurück. Ja, wenn man da oben sehen kann, hat da gewaltiger Wind jetzt eingesetzt. Und jetzt schau, dass ich mich da außen verzupfe ein bisschen. Bin nichts neugierig, dass mir was auf die Birnen fällt. Ah, da bin ich wieder am Weg hier außen. Na super. Optimal. Ich hab schon geglaubt, das wird eine Expedition oder ein Survival-Trip. Ich sage einmal wieder, danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Mann und Vierte, die Buben.